Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal darum, wie der Postbote meinen YouTube-Kanalnamen herausgefunden hat. Es ist auf jeden Fall eine richtig lustige Geschichte. Ich werde auf jeden Fall im Laufe des Videos erklären, wie das Ganze passiert ist und wie der Postbote auf jeden Fall reagiert hat. Es war auf jeden Fall richtig lustig. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt auf weitere Real-Life-Stories aus meinem Leben oder so, weil ich habe nämlich Bock irgendwie mal mehr so geile Stories zu erzählen, die ich so irgendwie in meinem Leben erlebt habe schon, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, ganz wichtig. Und ja, ich hätte gesagt, wir fangen sofort an, Leute, nach dem Intro. So, Leute, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier erstmal den Speedrun starten. Ich mache im Hintergrund ein bisschen Speedrun, Leute. Dann wird es nicht so langweilig, wenn ich die ganze Zeit jetzt irgendwas erzähle. Also, das Ganze hat auf jeden Fall so gestartet, dass man, ja, wenn man YouTube-Partner ist, an die Leute, die das schon sind, die wissen, von was ich rede, muss man auf jeden Fall ein Steuerformular abgeben. Dieses Steuerformular beinhaltet, ja, also, da musst du halt deinen Namen und so eingeben, wie du halt in Wirklichkeit heißt. Und du musst halt bestimmte Steuerungskriterien erfüllen halt. Ja, muss halt alles eingeben halt, wegen deutsche Steuern und so, dass du auch nicht doppelt Steuern zahlst, dass du nicht für USA und Deutschland gleichzeitig zahlst, weil das wäre ein bisschen viel. Da bezahlst du dann doppelt so viel Steuern, das wäre nicht so gut. Auf jeden Fall musste ich das Ganze eingeben. Ich habe bloß ein was überlesen gehabt und das war, dass man nicht seinen Künstlernamen eingeben soll, weil ich glaube, die meisten wissen eh davon, dass ich nicht im echten Leben Actual heiße. Ja, man muss auf jeden Fall nicht seinen Künstlernamen eingeben, sondern man sollte seinen richtigen Namen eingeben. So, ich habe mir erst gar nichts dabei gedacht bei diesem Steuerformular, so für das Ganze aus, und auf einmal sehe ich halt nach ungefähr 3-4 Wochen kriege ich dann so eine E-Mail in mein Postfach, also ganz mal per PC so E-Mail bekommen, und da steht dann so da: Geben Sie bitte den Bestätigungscode ein, den wir Ihnen per Post geschickt haben. Da habe ich mir erst so gedacht, hey, weil das ja auch von YouTube kam, so diese Nachricht, und dann habe ich mir erst so gedacht, hey, woher weiß denn YouTube, wo ich wohne? Dann ist mir übrigens dann eingefallen, so nach 4 Wochen, dass ich ja da irgendwo mal bei dem Steuerformular-Ding meine Adresse hinterlegt habe. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich dann so gewundert. Ich soll dann einen Code irgendwie erhalten per Post. Okay, dann habe ich gewartet und so. Und dann ist mir auf jeden Fall noch eingefallen, dass irgendwie nach einer Zeit kam kein Brief. So, weil die nämlich geschrieben haben, es kann sich zwar verzögern wegen Corona und so, aber normalerweise so bis 4 Wochen oder so. Aber es waren ja schon die 4 Wochen so rum. Und ich habe gesagt, warum kommt da nichts an? Warum kommt da einfach nichts an? So, und habe nochmal meine ganzen Steuersachen danach geschaut, bis mir dann auch viel, dass ich den Namen falsch eingegeben hatte. Und ja, ich habe das auf jeden Fall sofort geändert und habe gedacht, ja, die von Google oder YouTube, die das halt bearbeiten, die werden schon nicht so auf die Idee kommen und werden diesen Brief abschicken. Die werden schon gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt so richtig, und ja, werden das dann mit meinem richtigen Namen abschicken, weil ich habe das danach geändert gehabt. Wie das Ganze auf jeden Fall dann war: Eines Tages kam wirklich dieser Brief, und das Geilste war halt, die Anschrift und alles hat halt gepasst, deswegen kam dieser Brief auch an, aber der Postbote, oder eher gesagt die Postbotin, die es war, die den Brief abgegeben hat, die stand vor unserer Eingangstür, schaute auf diesen Brief drauf und sah so Action Wolf draufstehen, an Action Wolf adressiert. Und ich heiße im richtigen Leben komplett anders. Und so, die hat so überlegt, soll ich den Brief jetzt da einwerfen? Die war so richtig erstaunt. Die hat richtig merkwürdig geschaut. Sie wusste gar nicht so richtig, was sie machen sollte. Ich habe sie halt irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, beobachtet oder so. Ich habe mir gedacht, was macht die denn da? Weil die auch, also bei uns ist halt normalerweise so, wenn der Postbote was einwirft, der wischt so einen Briefkasten ein, Zeitung oder sowas. Aber ich lief so vorbei an unserer Eingangstür und da habe ich das halt gesehen, weil wir so eine Glasscheibe drin haben. Und ja, ich dachte so, ach ja, die Postfrau tut wieder ganz normal einwerfen. Ich laufe so vorbei und laufe wieder zurück, so nach einer Minute oder so. Und dann sehe ich die immer noch dastehen, wie die auf diesen Brief schaut. Aber die hat ihn dann doch eingeworfen. Und dann habe ich es gesehen, Leute, es war der Brief von Google mit der Steuererklärung, und die haben einfach wirklich meinen Namen drauf gedruckt. Action Wolf einfach. Das war so lustig. Aber dass sie das überhaupt eingeworfen hat, war eh so ein Wunder, weil ja normalerweise ist das ja falsch angegeben und so. Aber sie hat es auf jeden Fall eingeworfen. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Und ja, ich glaube, es kann auch damit zusammenhängen, warum sie es eingeworfen hat. Weil auf dem Brief steht drauf Google und dann steht drauf, enthält wichtige Dokumente. Da kann ich mir vorstellen, dass sie sich irgendwie so gedacht hat, ja, das wird schon irgendwas Wichtiges sein, das werfen wir mal ein. Das war auf jeden Fall sehr lustig, und die Postbotin hat auf jeden Fall schon sehr lustig reagiert. Übrigens,
Leute. Der zweite Brief, der kam nicht mehr an. Also Google hat sich dann auch so gedacht, so, du hast den einmal gekriegt, das passt schon. Da müssen wir dir keinen zweiten schicken. Ich habe bis heute nicht den zweiten Brief erhalten, war auf jeden Fall auch ganz klasse. Aber ja, ist auf jeden Fall alles geändert, was die Sachen angeht. Und ja, es war auf jeden Fall lustig. Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Video gerade schon geht. Ich muss mal kurz schauen. Wir sind gerade ungefähr bei 6 Minuten, müssten wir gerade sein. Ich muss irgendwie noch die 8 Minuten voll kriegen, Leute. Was wollen wir jetzt noch machen? Ich zocke hier ein bisschen. Ich schaffe diese Stage hier irgendwie gerade eh nicht die ganze Zeit. Auf jeden Fall könnt ihr schon mal ein Abo da lassen, wenn es euch auf jeden Fall gefällt und ihr solche Teile auf jeden Fall öfter sehen wollt. Ich habe auf jeden Fall schon in meinem Leben schon verschiedene andere lustige Sachen sogar noch gebracht. Die sind sogar noch besser als das mit dem Postboten. Und wenn ihr das auf jeden Fall nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren. Und ich will auf jeden Fall diese Stage jetzt noch schaffen. Ich bin mal gespannt. Wir machen noch so lange, Leute, bis ich scheitere. Okay. Der Stage bin ich gar nicht mal so schlecht. So. Ja, an der Stage, da werden wir gleich scheitern. So. Na, es geht momentan noch. Ich glaube, wir müssen nach da. Dann hier so schräg rüber. Da lang. Hier. Perfekt. Da lang. Ich muss das Richtige abpassen. Ah, hier müssen wir lang. Da. Ich ruhe mich eigentlich gut schlagen. So, da müssen wir lang. Krass, Leute. Das letzte Mal, wo ich diese Stage hier gespielt habe, da habe ich die ganze Zeit vermasselt. Das lag wahrscheinlich daran, weil ich noch nicht so gut im Parcours war. Aber ja, jetzt bin ich schon irgendwie richtig gut geworden. Ich glaube, das liegt auch damit zusammen, weil ich oft Rage Runner spiele. Aber ja, auf jeden Fall schon krass, Leute, wie wir das Ganze hier meistern. Ja gut, das hier wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, es geht eigentlich noch. Leute, bis ich es vermasse. Nein! Okay, Leute. Ich hätte gesagt, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Bewertung da lassen. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon so oft gesagt, Leute. Da müsst ihr das auf jeden Fall machen. Ja, Livestreams gibt's wie immer. Dienstag und Freitag und Sonntag immer ein Video. Ja, und dann hätte ich gesagt, Leute, haut rein. Ciao, Action Wolf. Bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Ciao. I just wanna be a freak, yeah. I just wanna rise to the top, yeah. I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see, yeah. You won't see that I will get it, cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah. In my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way, yeah. I got no time that I can waste, so I've been sitting in the space, yeah. Making rest every day, man. You know that I go insane, yeah. I hit you with a bullet to the brain. Let us stop working, we going, you going insane.